Ich will nicht draufgehen. Wir bleiben versteckt. Mal sehen, was er macht. Dabei. Aha, die amerikanischen Schlüssel kommen in ein fremdes Land und wollen Brust zuschlagen. Aber ich hab wieder Strom. Das kommt über mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Nein! Scheiße. Okay, rennen. Alles gut. Okay. Boah, das war aber auch, ich muss zugeben, das war aber auch etwas schwerer jetzt. Erst recht wurde... schneller geworden. Ja. Das war etwas schwerer, ja. Erst recht wurde er da mit dem Hammer dann gehauen hat. Ja, ich hab auch meinen Kopf gemacht. Denk dran, Quicktime. Ja. Wie stabil glaubst du ist die Tür? Okay, gut. Das wollte ich dich gerade fragen. Stabil genug. Und jetzt, bam, Tür gegen Kopf. Oh, shit. Okay, keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Das liegt daran, wie viel du eingeatmet hast. Ganz sachte. Scheiße. Okay. Das ist der Typ, okay. der sich selber die Kugel gegeben hat an der Stelle. Nein, Verwandlungen. Und Hände hoch! Ich glaube, wir müssen den dazu bringen. Nein! So doch nicht! Keine Verwandlungen! Wow, hör mal! Hör gut zu! Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg. Verstehst du? Okay, das war gut. Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Der hat das Zeug eingeatmet. Nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Nicht nach vorne gehen! Ich kann nichts machen! Bleib weg von der Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Ja, wir wissen's. Halt! Was für ein Dunst! Was macht der? Ich weiß, was das ist, aber... Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Komm erst mal runter! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Hör zu, ich habe das komische Zeug nicht eingeatmet, okay? Ihr habt ihn eingeatmet. Hä? Es passiert gleich. Ich spüre es. Dann hast du es eingeatmet. Uns geht's ja noch gut. Mann, da ist kein Dunst. Hä? 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 Was hast du gemacht? Hey, ich hab gesagt, da ist kein Dunst. Wie dumm war das denn? Hätte ich jetzt sagen sollen, da war Dunst? Wie dumm, ey, was? Und noch ein verloren. Warte, die ist abgeprallt, guck, das ist nicht innen, oder? Scheiße. Ey, was? Da wartest du noch drei. Aber so richtig dumm war die Stelle jetzt. Oh, Mist. Ah. Okay, mal sehen, was sie voll locker. Das war die Stelle jetzt. Kopfschuss und derselbe auch nochmal ein Headshot. Scheiße. Okay. Nein, ja, das war. Nein. Ist einfach toll. Du bist Fliss, okay, ich bin Brad jetzt. Nee! Hey, was ist los? Seid ihr okay? Ja, bitte seid okay. Na, leider nicht. Ich muss hinterher. Der ist echt tot, ne? Das gibt's doch nicht. Aber das war so richtig blöd. Scheiße, ist was passiert?
Ja. Jetzt geht der auch noch mit runter. Beim Funkgerät. Komm schon, was, wenn du da unten stirbst? Was dann? Ich werde keine unnötigen Risiken eingehen und komme zurück, sobald ich den Generator finde. Alles. Alles wird gut. Pass gut auf dich auf. Wir haben immer noch drei. Alle. Also wir schaffen es vielleicht, dass die Mehrzahl überlebt. Immer positiv. Bei uns nur einer. Gar keiner. Wir schaffen es. Wenn gar keiner, genau. Wir schaffen es, dass gar keiner überlebt. Okay, ich bin jetzt Brad und bin hinterher gesprungen. Cool. Ich verrückter, ey. Nein. Aber vielleicht noch nicht dann zu meinem Bro. Also. Alles Judy. Ich spring jetzt einfach irgendwo runter das nächste Mal. Hä? Wo bin ich jetzt? Ich will zu meinem Bro. Okay. Wie, die geht nicht auf. Uff, den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, aber ich hatte halt echt zwei Entscheidungen. Entweder ich hätte den sagen können, da war in dem vorherigen Raum, also da stimmt was nicht, da war in dem vorherigen Raum war irgendwie dieser Dunst. Oder da war kein Dunst. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne jetzt nochmal die andere Seite gesehen. Was dann passiert wäre. Ich tauche gerade, ohne Atemgerät. Keine Ahnung, auf einmal ist das Atemgerät nämlich weg. Hä? Das haben wir doch extra mitgenommen. Ja, wir haben das. Ich glaube, wo wir das mit dem Herzschlag da nicht geschafft haben und wegrennen mussten, haben wir das, glaube ich, liegen lassen. Ah, okay. Shit. Ich schwimme jetzt hier gerade ohne Atemgerät. Ja, wahrscheinlich musst du jetzt Quicktime-Events oder so machen. Oh mein Gott. Okay, pass auf dich auf. Ich hasse es. Ich hasse diese. Ich hasse es einfach nur. Ich hab keine Lust mehr. Quicktime-Event vermasselt? Nein. Nee? Ach, ich hab mich erschrocken. Ah, okay. Da meinst du, eine Leiche einfach auftauchen zu müssen. Conrad! Ich hab Conrad gesehen. Ist er nicht tot? Ich glaube, das war sein Geist. Ohne Witz jetzt. Ich glaube, das war sein Geist. Achtung, Schottentür bei Fahrt geschlossen halten. Okay. Sag bloß, du darfst Achterbahn fahren oder so. Das war aber noch eine Tür. Und kann irgendwie, keine Ahnung, wie lange die Luft anhalten. Ja, die andere Tür, die war wahrscheinlich zu. Ja? Jo, du bist halt OP. Was? Oh, ein Bild, okay. Ja, das eine hat ja nicht viel gebracht, wo der sich jetzt selbst erschossen hat. Nee. Okay. Oh, shit, nicht dein Ernst. Oh, shit, nicht dein Ernst. Okay. Da, das sah aus wie zwei... Okay, bei mir kommt eine Katze. Ich habe ein Bild gesehen, da waren zwei Jungen, glaube ich, jüngere. Und einer ist irgendwie ausgerutscht und hat sich aufgehangen aus Versehen. Oder er hat es mit Absicht gemacht. Aber ich kannte die Jungs nicht. Denk daran, das können wir sein. Ja. In Hallo-Form sozusagen. Ja. Hi, das bin ich. Der, mit dem Hammer? Nein, der jetzt, da wurde die Tür aufgemacht. Die Tür, die aufgeht, da bist du drinne? Ja. Ah, okay. Achso, ja, das Wasser kommt raus, ich sehe es. Pass auf, hier sind zwei in dem Raum, wo du reinkommst. Ich bin hier und der mit dem Hammer, den Großen, der ist auch hier. Der Böse. Der mit dem Hammer, das ist der Böse. Oh shit, ich hab mich verkackt. Scheiße. Ich hab Quicktime-Event verkackt. Ich auch, oh nein. Er haut mir jetzt den Schädel ein, er haut mir jetzt... WASD, WASD. WASD, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist voll schwer mit den Quicktimes. Boah, hätte ich das nicht geschafft, wäre ich tot. Ich hab's wieder vermasselt. Der bricht mir die Arme. Zwei Leute stehen jetzt hier vor mir. Ja, der mit dem Hammer ist der Böse. Ja. Was ist, wenn die beiden mir beide gleich? Ich glaube, den Hammer hat den, oder? Doch. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir dann. Aber ich lebe noch, das ist gut. Ey, bei den Quicktimes-Fails, die ich gemacht habe. Ja, muss ich irgendwas machen? Nee, ich glaube, du. Also ich lebe noch. Ja, aber da ist Gas ausgetreten. Wächter, komm schnell da weg! Okay, geschafft, endlich mal. Boah, in your face. Hab eine Tür geöffnet, weißt du, welche? Okay. Ah, der fällt um. Da ist das Ding.
Ich bin voller Konzentration. Ich kann die Tor 2 schließen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, ich kann sie schließen. Warte. Ich kann sie schließen. Jetzt! Oh, ich hab's geschafft. Nein, ich muss drücken, mehrmals drücken. Scheiße, gib mir noch eine Chance. Gib mir noch eine Chance. Mumpy? Da waren es nur noch zwei. Jetzt ist er zumindest bei seinem Bruder. Das ist so beschissen. Die machen alle tot. Die ist ein Unglücksbringer. Jeder, der mit der mitgeht, ist tot. Bei der sind jetzt schon 3 Leute draufgegangen, glaube ich, ne? Ja. Ja, und super. Und das Teil ist auch kaputt. Ja, da stand aber auch nicht. Ich dachte, ich muss das einmal drücken. Ah, ich habe A gedrückt, aber ich musste es mehrmals drücken. Wie dumm. Oh, Mann. Ey, die verarschten einen richtig. Und du hast nicht genug Zeit, um das zu realisieren, dass du mehrmals drücken musst. Mann. Jetzt, wow, wie es echt jetzt nur noch die ist und die andere Dame. Ja, die Männer sind alle down. Ja. Konrad, Alex und Brad. Hä, hey, was doch, war das denn jetzt für eine Szene? Wir hatten Ladebildschirm, jetzt kommt eine Szene und wieder Ladebildschirm. Okay, bei mir ist die ganze Zeit Ladebildschirm. Okay. Da ist sie. Was jetzt? Ja. Toll. Und sie weiß, dass alle 3 tot sind. Sie weiß es. Die weiß, dass jeder von den anderen tot ist. Jetzt geht die noch mit ihr und die stirbt dann. Die einzige, die überlebt, ist sie mit dem Zopf. Oh, wieder ein Ladebildschirm. Ah. Oh Mann. Pass auf, jetzt kommt die Rettung und die beiden sind frei. Außer ja, die Männer. Nirgendwohin ohne die Verteilerkappe. Wir also auch nicht. Ach, wir brauchen die Verteilerkappe. Ich wusste immer, dass ich mal auf See sterbe. Dann fährt das Ding wieder. Nur nicht auf so einem Scheißkahn. Und die Typen wollten auf dem Schiff wegen dem Gold, was gar kein Gold ist. Ja. Aber wie haben wir ihr noch nicht erzählt, dass alle tot sind? Ihr Bruder, ihr Freund. Ich glaube, wer ist jetzt echt? Ist jetzt was passiert jetzt? Hey. Heli? Ja, wir hatten die ja gerufen. Die wollten ja kommen. Hey. Hey. Aber ob das jetzt wirklich die sind, die wir wollen? Mehrere Zivilisten, ja 2. Das Ziel ist ein umfunktionierter Militärcruiser. Ich glaube, es ist vorbei jetzt. Es sind ja nur Kinder. Wiederholt, es sind nur Kinder. Wiederholt. Ja, schön Masken auf, gut. Dann atmen die das nicht so schnell ein. Aber wir sind ja eh oben an Bord. Hä, sind die böse oder was? Warum zielt sie? Hä? Ey! Ah, boah, ich wollte schon sagen, ey. Zielen die auf uns? Bam, schubst der uns. Ja. Ich meine, so rein da. Ja, das waren alle. Was guckt ihr so? Das waren alle, ja und? Immerhin haben wir 2 gerettet. Ja. Ja, ist vorbei. Es sei denn, das Helikopter stürzt jetzt nochmal ab, aber... Hey, besser als gar keiner. Na, jetzt explodiert der. Pass auf. Nein, okay. Oder? Nein. Okay. Oder? Ja. Jetzt kriegen wir gleich die Standpauke unseres Lebens. Wir waren seit kurzem ein Paar. Aber es war uns ziemlich ernst gleich von Anfang an. Es war uns verdammt ernst. Conrad ist vor irgendwas weggerannt. Er hatte echt Schiss, Todesangst. Und hat die S-Taste nicht richtig erwischt.
Ich konnte überhaupt nicht sehen, was er da sah. Wir hatten gute und schlechte Zeiten. Aber das meiste war gut. Gute Zeiten, schlechte Das meiste Zeiten. War gut. Er ist gestürzt. Oder gesprungen. Ja, gestürzt. Ich weiß nicht warum, aber... Ich glaube, er ist vor mir geflohen. Ja, ja, der war... Der hat dein wahres Ich gesehen. Ja. Ja, zeig es uns nochmal. Zeig es uns. So, der wurde zermatscht. Weil die gesagt haben, ich drück A, und dann sagen die so, nee, du musst öfters drücken. Der wurde aufgespießt. Ja, zeigt uns ruhig nochmal alle unsere Verluste. Dankeschön. Der wollte ein lebendiger, ein toter Dönerspieß. Dönerspieß sein. Döner, ein lebendiger, wow. Ja, und der, was ist da? Ja, der wurde einmal in Hund. Der wurde einfach erschossen. Aber dass seine Augen leuchten noch, der lebt doch. Guck mal, das ist nur aufgemalt. Ja, sein Schuss, der sieht wirklich so aus. Das Ende. So eine kleine Einwünschung. Keine Standpauke? Nee, wir kriegen von dem Herrn keine Standpauke. Ah. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. So, Standpauke. Ja. Der schreibt gerade die Credits ab. Genau, der schreibt gerade. Der hat die geschrieben. Ja, ja. Hast du uns nichts zu sagen? Aha. Aha. Komm. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für Denk dran, Game Over heißt nicht Sie verloren, das heißt Spiel vorbei. Versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Das war doch ganz okay. 2 von 5. Nicht gerade ein glückliches Ende. Ja, aber oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was Sie glücklich macht, nicht wahr? Boah, ist das ein Arsch. Am Ende ging es hier ganz schön heiß her, nicht wahr? Ist das ein Arsch? Ja, am Ende sind alle draufgegangen. Und die Verteilerkappe? Ja. Puff. Oh, wie schade. Dieser Typ. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Ja. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Nee, das war ja direkt da. Es gibt Konsequenzen. Später, ey. Es gibt immer Konsequenzen. Haben wir gemerkt. Ja, jetzt gehst du? Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Little Hope? Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Okay. Yeah. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven or hell. Everybody's looking, trying to find a way out. See them seeing every day what this world's all about. You're realizing that it's hard, you're trying to pick the right path. There's poor people, poor streets inside the neighborhood mass. Bearing scars of the past, they keep trying to escape. Destiny.